wenn ich so eine Fähigkeit in der Schule gehabt hätte und jetzt auch in der Berufsschule, boah, Alter, dann bräuchte ich ja gar nicht lernen, dann wäre ich einfach so richtiger Brain. So, was war so außergewöhnlich an den Wiederaufbau-Bildung gefunden? Oh, fuck it, Alter, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Die Masterfrage der Masterfragen, ne? Ja! Na, ja, fuck, das klingt cool, aber ich glaube nicht. No! Ich hab jetzt habe ich die richtige Antwort, Bitch. Was? Handwerker von der wurde angeheuert um die... Okay, cool. Ja, ja, wirklich anscheinend aufgepasst, ne? Nein, ich habe einfach nur viermal alles angeklickt, ne? Wen oder was sollten wir unter keinen Umständen erwecken? Ihr seht aus, als ob ihr gleich einschlafen würde. Oh, den könnte ich wirklich bringen, aber... Schon wieder Tiamat, das vermute ich mal nicht. Die wollte halt den Teufel mit der Fose, der wollte... Ja, der Feuerriegel, irgendwas mit Feuer. Was machen die Dorger hier? Sie haben alle zusammengeschlossen, um dir dabei zu helfen, Orden wieder aufzubauen. Was, das ist nicht richtig? Knifflige Frage, wir sind uns noch nicht sicher. Sie scheinen jeden anzugreifen. Fangfrage, sie sind überhaupt nicht hier. Knifflige Frage, wir helfen hier... Was? Ist das eine Fanfrage? Natürlich, knifflige Frage. Hat sich bereits auf Fähigkeit gefunden und ich bin froh, dass ihr mich darauf verlassen kann, dass ihr die Aufträge erhalten. Willkommen an Bord. Ich werde mein Bestes unternehmen und das ist. Da das wünsche ich, sollten wir zur Sache kommen. Bitch! Okay, sagen wir mal so, 70% habe ich ohne so gewusst, ne? Das ist so. Wie? Wo sind meine Erfahrungspunkte? Ich wollte meine Erfahrungspunkte abstauben hier, ne? Wenn wir unser Zuhause zurückerobern. Hauptmann Montrose hat euch geschickt, ja? Mir gefällt der Gedanke nicht, mich auf die Allianz der Fürsten und ihre Verbündeten zu verlassen, um unsere Probleme zu lösen. Doch es gibt anscheinend keinen anderen Weg. Im Hinblick auf diesen verdammten Kult und die dreckigen Dürrgard, die uns angreifen, brauchen wir jede Hilfe, die wir nur bekommen können. Ich habe jetzt die ein oder andere Vorstellung über die Beziehungen zwischen den Kultisten und den Artisanen, die kamen, um für uns zu arbeiten. Ich glaube auch, dass mehr hinter den Dürrgar-Angriffen steckt, als es den Anschein hat. Nope, shit. Der verbannte Dürrgar. Ich habe gehört, dass die Dürrgar genauso wie wir den Kult aus diesen Höhlen vertreiben wollen. Die Allianz der Fürsten hat einen von denen sogar ins Lager gelassen. Und sie wollen, dass wir mit ihm zusammenarbeiten. Nach allem, was die Grauzwerge uns angetan haben. Und es kommt noch schlimmer. Meine Gontelgrüm-Brüder glauben, dass er mehr über die Kultisten weiß als wir. Sie sagen, dass ihm ein Spion diese Informationen zukommen lässt. Sprecht mit ihm. Ich werde nicht mit diesem Dürrgar arbeiten, solange er sich nicht bewiesen hat. Oh ja, lass mich raten. Und er kann sich beweisen, indem ich für ihn beschissene Aufgaben erledige. Ja. Ja, wo ist denn der Bitch? Ach, der ist da ganz hinten, die kleine Bitchy. Ja, das ist natürlich mal, Surprise. Meine Leute geben den Zwergen von Gontelgrim und euch Oberflächlern die Schuld. Aber ich denke, dass wir dieses Mal alle zusammen... Passt auf, ich habe viel riskiert, um hierher zu gelangen. Mein eigenes Volk hat mich allein dafür verbannt, dass ich vorgeschlagen habe, mit euren Oberflächlerverbündeten zusammenzuarbeiten. Ich will den Kult aufhalten, genauso wie die meisten von euch. Eine Splittergruppe der Dürrgar hat sich aus Angst mit dem Kult zusammengeschlossen. Sie glauben, sich so retten zu können. Mir untersteht ein Spion, der sich als einer der ihrigen ausgibt und mich bisher mit Informationen aus ihren Reihen versorgt hat. Nur ist dieser Informationsfluss verebbt. Ich mache mir Sorgen um ihn und benötige eure Hilfe, um ihn vor dem Schlimmsten zu bewahren. War doch klar. Ich schätze, dass er von den wahren Absichten des Kults erfahren hat. Ja, Bitch, natürlich. Ohne mich läuft nichts. Ich muss mich beweisen, indem ich dir helfe. Wow, Bitch, please. Anscheinend sind die verschollenen Handwerker also nichts anderes als Kultisten. Und die Dürrgar scheinen es hauptsächlich auf den Kult abgesehen zu haben. Glücklicherweise haben wir mindestens einen Dürrgar auf unserer Seite. Und sein Spion arbeitet hart daran, weitere Informationen über die Aktivitäten des Kultes zu beschaffen.
Dann wissen wir ja, was wir zu tun haben. Wenn wir den Kult der ewigen Flamme besiegen wollen, müssen wir mindestens genauso wachsam sein. Oh, Wachsamkeitsaufgaben. Hey, gute Überleitung, Bitch. Schließ die... Oh, nö. Reinhafte Begegnungen gehen mir auf den Arsch. So, dann gehen wir lieber... Da reden wir lieber mit dem Zwerg. Der hat bestimmt doch was Vernünftiges, oder? Ja, Spion retten. Das hast du schon mal erzählt, Bro, Bro. Und wir werden dir auch helfen, Bro, Bro. So, wer hat noch was? Wer will noch mal? Oh ja, du Zwergboy. Der hat ja verdammt viel. So, ich habe gerade Rex irgendwo gehört. Rexy? So, was, meine Damen und Herren, wir gehen jetzt erstmal nach unten. Und danach können wir uns oben weiter... Was müssen wir machen? Blutbrandskorpione für Gift besiegen? Okay. Ja, okay, hier sind verschlüsselte Drogernachrichten. Drogen, ne? Drogennachrichten. Ja, da müsste ich die erstmal hier besiegen, ne? Immerhin sehen die etwas cooler aus. Zwar nicht so cool, aber cool. Jetzt ist die Frage, wo ist die beschissene Nachricht? Ich bin extra deswegen... Aha! Eigentlich hätte ich sie auch gar nicht töten müssen. Hätte mich einfach auch nur hinten ranschleichen können. Das sind Dinge, die erfährst du ein bisschen zu spät. So, ist die nächste Nachricht hier oder auf der anderen Seite? Die Antwort ist... Da? Also vermute mal, wenn ich da lande, bin ich... frittiertes Fischstäbchen. Der Vergleich war scheiße, aber... Sterben werden wir sowieso. Ich versuch's mal auf der anderen Seite. Vielleicht kriegen wir da irgendwas raus. Ich will einfach nur aufsteigen. Das bringt mir zwar nichts, weil ich weder Fähigkeiten noch irgendwas sonst verteilen kann. Ist ja klar. Scheinbar funktioniert ja hier gar nichts. Aber trotzdem, damit hätten wir wenigstens den Vorteil, ein bisschen mehr Damage, ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr von allem. Das schadet nicht. Das tut gut. Vielleicht überleben wir mal ausnahmsweise mal dann länger hier. Wegen so welchen Voraussetzungen. Sind die Viecher hier wenigstens cool, so Höllenhunde und so ein Zeug. Thematisch haben sie sich hier ja angepasst, das muss man ihnen lassen. Bis jetzt einer der etwas cooleren Gebiete, würde ich jetzt sagen, ne? Das ist jetzt nur meine Meinung. Also ich bin eigentlich mehr so der Feuer... Nein, na, mehr eigentlich grün, aber... Man kann sehen, wie man es möchte. Ist da die Nachricht? Nope, dann brauchen wir auch nicht gegen die zu kämpfen. Gehen wir nach oben und holen uns da was. Also auf jeden Fall ist es schon mal, sieht das schon mal etwas spektakulärer aus als das, was ich davor gesehen habe. Das ist schon mal positiv, muss man so gesagt haben. Gut, genau, erstmal Buffs holen. Gucken, was wir kriegen. Schwächer Einheitsstein. Das ist gar nicht mal so schlecht. Den können wir hier rein, glaube ich, reinputzen. Genau. Ach, nee. Moment. Ja, dann nö. Nö. Wenn es mir nichts bringt, dann packe ich ihn lieber dahin. Uns fehlt noch viel. Sehr viel. Wir müssen noch irgendwie 40 Dirk... Drogbars oder Drogendealer oder wie die Teile auch heißen, besiegen. Von denen haben wir ja irgendwie noch gar keinen angefasst. Ja, da kommen wir nicht durch. Yo, hallo. Zählt ihr zu denen? Ach! Das sind so welche kleinen Zwergenboys. Yo. Ach, die zählen auch nicht? Hä, das sind doch, das waren doch gerade Drogbar, Drogendealer oder wie die auch heißen. Verstehe ich nicht. Gut, dann gehen wir wenigstens und holen uns hier was. Ja, ich wollte es ohne Kontakte schaffen. Daraus wurde leider nichts. Ja, super. Das kann sie... Oh, super. Pool. Pool dem Pool. Das kann sie ja richtig gut. Scheiße, Pool. Das ist... Du...
einfach nichts sagen. Ich hab schon jemand anderes genommen als Rex, weil ich dachte, Fernkampf, ja, da pulst nicht. Falsch gedacht. Sehr, sehr falsch gedacht. Aber die Hunde, die tötest du so schnell. Hier, bam, 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 bam. Okay, das Einzige, was die drauf haben, ist Damage machen. Okay. Da kriegt ihr einen Respekt-Point, aber das war's auch schon. Ab da endet es. Ich möchte eigentlich nur heute aufsteigen und so... Oh. Sind die dumm oder so? Die sind einfach durch die Flammen... Ja. Ich gebe einen Scheiß drauf, ne? Macht, was ihr wollt, ne? Wenn ihr verbrennen wollt, wie die brennenden Ficker, dann verbrennt. Wenn Spaß macht. Ach, ich bin falsch. Das ist eine Höhle oder so. Ja, mal dann jetzt. Rein müssen wir sowieso. Dann können wir es auch hinter uns bringen. Bis jetzt noch angenehm. Aber ich weiß, es wird schlimmer. Das ist einfach so. Es kann nicht besser werden. Nicht nach all dem, was ich erlebt habe. Sorry. Ach, ausgehobenes Grab. Ja, super geil. Ja. Aber immerhin kurz vorm Level Up. Das könnte uns vielleicht gleich das Leben retten. Ich weiß es. I can feel it in my bones. So, meine Freunde der Nacht, der ewigen Flamme. What's up? Immerhin sterben die Hexenmeister ganz schnell. Das ist vorteilhaft. Da tut sie uns allen einen Gefallen. Also jedenfalls nur mir, aber trotzdem. Was ist das? Okay, Veredelungspunkte. Aha, aha. Ach, kann ich nicht. Habe ich nicht zu Ende gelesen. Ja. Kann ich sie veredeln? Ach. Lol. Ja. Ja, nö, ist keine Ahnung. I don't give a shit. Ich möchte jetzt eigentlich nur durchkommen. Jawohl. Okay, diesmal habe ich mir den Scheiß selber zuzuschreiben. Da habe ich einfach mal gepult. Aber diesmal weiß ich wenigstens, die Sache unter Kontrolle zu kriegen. Diesmal, ja, haben wir es gut gemacht. So, Bergarbeiter befreien. Meine Lieblingsactivity, wenn ich im Ruhestand bin. Ich tue ja nichts lieber als Menschen retten. So, wie befreie ich euch? Get the fuck out. Ja, danke. Ja, das ist das Einzige. Das ist das Mindeste, was ich von euch bekommen kann. Ein Pass auf dich auf. So, Bonus, Bonus. Okay, Bitches, bringen wir es hinter uns. Keine Ahnung, wer das für ein Mackerfacker ist. Vielleicht stand es in den Manuskripten oder so, aber wie wir schon festgestellt haben, wenn ich etwas nicht mag, dann ist es irgendwas lesen. Schön, dass wir das geklärt haben. Retten wir die nächsten Zwergenarbeiter. Haben wir schon knapp die Hälfte. Das läuft doch gar nicht so schlecht. Wenn jetzt noch kein Bosskampf dazu kommt, und ich wiederhole mich, kein Bosskampf, sieht das wieder gut für uns aus. So, die sterben ganz gut. Damage wird gut ausgeteilt. I don't give a shit. Zack, tot. Retten. Ja, toll. Das ist nur einer, ne? Dann sind es wieder fünf. Scheiternreiter. Ne, da will ich... Da. Nein. Genau, geht weiter. Ach, komm schon. Das ist nicht euer Ernst, Patrouillenficker. Immerhin sieht das Viech cool aus. Ein Coolheitsbonus kriegst du dafür. Aber mehr auch nicht. So, meine Freunde der Nacht. In die Freiheit mit euch. Wir sind ja schon fast fertig. Oh, das ging ziemlich schnell.
Und voll unkompliziert. Während ich noch davor, als wir auf diesen Erdenteil da war und es richtig zur Sache ging, wo richtig die Scheiße am Dampfen war, sage ich mal, wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes,